Dieser Satz übertreibt nicht, denn die vierte Staffel von Haus des Geldes wird wohl wirklich ziemlich chaotisch. Selbst der Professor scheint so gar keinen Überblick mehr zu haben. Wird das am Ende sogar noch gefährlich für die Bankräuber? Aber der Professor wäre nicht der Professor, wenn er nicht noch irgendeinen Plan in der Hinterhand hätte. Kann das Team doch noch entkommen oder ist schon alles verloren? Wir sprechen in diesem Video darüber, was der Professor planen könnte und was Marseille und Berlin damit zu tun haben könnten. Aber Achtung, hier wird es definitiv zu Spoilern zu allen Staffeln von Haus des Geldes kommen. Wenn ihr das vermeiden wollt, schaut also lieber ein anderes Video von uns. Kommen wir nun zum Chef der Bankräuber. Wir spielen hier im Grunde nur eine Partie Schach. Der Professor ein Risiko? Wir kennen den Professor als abgebrühten und hochintelligenten Kopf der Bande. Jedenfalls war das in den ersten zwei Staffeln so. Diese Leute da drin. Wie verzweifelt muss man sein, um sowas zu machen? In der Notendruckerei konnte sonst was passieren. Der Professor hatte alles minutiös geplant und konnte auch spontane Schwierigkeiten umgehen. Jedenfalls, solange er nicht von Raquel abgelenkt wurde. In Staffel 3 wurde das alles ein wenig schwieriger, da der neue Plan an sich schon unsicherer war. Dort hat der Professor öfter mal die Fassung verloren. Das Ende von Teil 3 hat das Blatt dann komplett gewendet. Der vermeintliche Mord an Raquel, aka Lissabon, hat den Kopf der Bande natürlich schwer getroffen. Deshalb hat er dem Team zum ersten Mal eine Anweisung gegeben, die nicht logisch, sondern emotional war und das mit schweren Folgen. Er ordnete einen Schlag auf den Panzer des Staats an und nimmt dabei wissentlich Menschenleben in Kauf. Selbst wenn es nur ein Opfer gibt, wären wir alle nicht mehr sowas wie Robin Hood. Wir wären nur einfache Schweinehunde, versteht ihr? Damit verletzt er nicht nur seine eigene oberste Regel, niemanden töten, sondern wir sehen auch, dass die List des Staats seinen Charakter verändert hat. Seine letzten Aktionen waren rachegetrieben und er wirkte emotional instabil. Können wir und kann sich das Team noch auf ihn verlassen? Kann er sich überhaupt noch auf das Wesentliche konzentrieren? Und wie lange braucht er, um sich von dem vermeintlichen Verlust von Lissabon zu erholen? Lange darf er sich nicht ablenken lassen. Immerhin befindet sich die Bande jetzt offiziell im Krieg gegen den Staat bzw. das System. Wir wissen nicht, wann er die Wahrheit über sie herausfindet, aber wir glauben trotzdem, dass er schnell zu sich selbst zurückfindet und dafür könnte Stockholm sorgen. Im Trailer sehen und hören wir, wie sie auf den Professor einredet. Er habe versprochen, sie wieder aus der Bank zu holen und solle das nun auch tun. So stehen Sie zu Ihrem Wort. Vielleicht ist das der Moment, der ihn zur Besinnung bringt und nachdem er einen Rettungsplan aus der Tasche zieht, den er mit der Geheimwaffe des Teams umsetzt. Mal im Ernst, weiß irgendwer, um welche Geheimnisse es geht? Marseille, die Geheimwaffe der Bankräuber. Der Charakter Marseille kam in Staffel 3 neu zum Team hinzu, da der Professor den Verlust von Berlin, Moskau und Oslo in der Gruppe ausgleichen musste. Er hat bisher vor allem dabei geholfen, die Telefonverbindung zwischen Bankräubern und Staat zu verschlüsseln, indem er auf Anordnung des Professors ständig den Ort gewechselt und verschiedene Telefone benutzt hat. Bis auf die Flashbacks und ein bisschen Spionage haben wir noch nicht sonderlich viel von ihm gesehen. Und das ist auch gut so. Die Polizei hat nämlich nicht die geringste Ahnung, dass er existiert und in diesen riesigen Überfall verwickelt sein könnte. Damit ist er die perfekte Geheimwaffe für den Professor und sein Team. Auf diese Weise hat er ihnen schon einmal geholfen. Als die Polizei mit der Hilfe von Gas das Bankgebäude stürmen wollte, waren die Räuber darauf vorbereitet. Wir sind uns sicher, dass Marseille noch eine größere Rolle spielen wird. Für seine bisherige kleine Funktion im Team hätten die Serienschöpfer nicht extra eine neue Figur erschaffen. Der Professor wird sich seinen Status als Geheimwaffe zunutze machen und wir haben schon eine Idee, wie dieser Plan aussehen könnte. Ist doch super. Verbreiten wir eigene Geheimnisse. Die Gunst der Bevölkerung. Als das Team in Staffel 1 der Serie die ersten Teile des Überfallplans gehört hat, war dem Professor eine Sache besonders wichtig. Die Bankräuber sollten nicht wie brutale Gangster wirken und durch den Coup keinen Menschen schaden, um die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Obwohl die Behörden die Tat verurteilen, betrachtet ein Großteil der Bevölkerung den Raubüberfall weiterhin als legitimen Akt. Als eine Art Protest gegen die etablierte Ordnung. Der Professor hat in Teil 3 noch einmal eine Schippe draufgesetzt. Er hat die Festnahme und Folter von Rio publik gemacht und aus dem Bankraub ist eine ganze gesellschaftliche Bewegung geworden. Viele Menschen haben vor der Zentralbank aus Solidarität für das Team demonstriert. Das ist auch im Trailer zu Teil 4 wiederzusehen. In einem Trailerbild sehen wir zwei bekannte Gesichter, Marseille und den Professor. Letzteren sehen wir nicht wirklich, da er eine Dalí-Maske trägt. Unter dieser Maske schauen aber einige schwarze Haare
Haare hervor, die denen des Professors sehr ähneln. Die Frage ist nun, warum sind die beiden dort? Wir vermuten, dass die beiden die Bevölkerung für sich nutzen und die ohnehin vorhandenen Demonstrationen noch ein wenig befeuern. Das könnte verschiedene Gründe haben. Planen Marseille und der Professor vielleicht einen riesigen Aufstand, um den Staat abzulenken? Dadurch wären die Einsatzkräfte von Polizei und Militär kurzfristig anderweitig beschäftigt und das könnte dem Bankräuberteam Vorteile verschaffen. Zum Beispiel könnte es für das Team in der Bank ein wenig einfacher werden, das Gold herauszuschaffen oder selbst zu fliehen. Wir dürfen nicht vergessen, Marseille war früher beim Militär und wäre eventuell in der Lage, einen Hubschrauber zu fliegen. Kommt er vielleicht mit einem Hubschrauber zum Dach und rettet das Team? Die Bevölkerung könnte unten die Staatskräfte ablenken bzw. behindern. Oder faked Marseille oben einen Rettungsversuch, damit unten vielleicht das Gold und sogar einige Bankräuber herausgebracht werden können? Super, wäre mir nie eingefallen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Professor ein Ablenkungsmanöver braucht, um selbst in die Bank zu gelangen und seinem Team von innen zu helfen. Vielleicht, um den Sicherheitschef Gandia zu stoppen oder um selbst vor dem Staat zu fliehen. Bei diesen Aktionen könnte auch Berlins mysteriöse Ex-Freundin Tatjana helfen. Wir haben ja schon einmal in einem Video erklärt, wieso sie nicht umsonst in der Serie aufgetaucht ist und das Team vielleicht noch retten könnte. Außerdem gibt es im Trailer noch ein Bild, das Hinweise auf eine dritte Möglichkeit gibt. Hier drängelt sich die Menge von Dalí-Protestierenden um ein paar Personen. Der eine sieht nach dem Polizisten Angel aus, die anderen beiden könnten tatsächlich Raquel und ihre Mutter sein. Die zwei kann man zwar nicht genau erkennen, es könnte jedoch gut sein, dass die Bevölkerung dem Team hilft, Lissabon wieder zurückzubringen oder sie mit ihrer Familie zu vereinen. Ja, und jetzt? Sollen wir hier rumsitzen und tatenlos zusehen? Zum Beispiel könnten sie mit großen Protesten Druck auf die Regierung ausüben, sodass sie Lissabon und ihre Familie aushändigen oder gar in die Bank lassen müssen. Die gleiche Taktik könnte übrigens auch genutzt werden, um den Professor vor dem Staat zu schützen oder um medizinische Versorgung für Nairobi zu erpressen. Und nicht nur das. Wenn es wirklich Angel ist, den wir dort mit Raquel sehen, ist es natürlich auch interessant, welche Rolle er dort spielt. Ist er derjenige, der Lissabon aushändigt? Oder hat er auch die Seiten gewechselt? Du zweifelst, stimmt's nicht wahr? Ist die Unterstützung der Bevölkerung denn sicher? Die Leute haben die Gruppe unterstützt, als sie noch keine gewalttätigen Mittel genutzt haben. Wie sieht es direkt nach dem Schlag auf den Panzer aus? Einige der Demonstrierenden wirken einigermaßen schockiert oder zumindest nicht gerade so glücklich darüber. Das könnte natürlich ein Schock über die Explosion an sich sein, vielleicht aber auch eine Enttäuschung darüber, dass das Team zu terroristischen Mitteln gegriffen hat. Es könnte also sein, dass der Professor sich ähnlich wie zu Beginn von Staffel 3 erst einmal an die Bevölkerung richten muss, um ihre Unterstützung zurückzugewinnen. Dazu muss er nicht nur erstmal sein Lissabon-Trauma überwinden und irgendwie aus dem Wald vor dem Militär fliehen, er braucht außerdem einen Ort, wo er erstmal unterkommen kann. Der Fluchtwagen von ihm und Lissabon fällt ja nun weg. Und an dieser Stelle könnte Berlin ins Spiel kommen. Im Trailer sehen wir eine kurze Szene, in der er jemanden würgt. Will Berlin in dieser Szene jemanden dazu zwingen, bei seinem Plan mitzuwirken oder steht die Person in seiner Schuld? Und was soll das hier bedeuten? Gedulde dich. Es besteht die Möglichkeit, dass hier in einem Flashback eine Person etabliert wird, die nun für den Professor wichtig wird. Könnte der Unbekannte vielleicht Schutz für den Kopf der Bande bieten, damit der seine weiteren Pläne ausführen kann? Oder ist er vielleicht sogar der Schlüssel für ein ganz neues Manöver? Jeder wird denken, verdammt, warum ist mir das nicht eingefallen? Wie auch immer, wie wir in den letzten drei Staffeln gelernt haben, ist in dieser Serie nichts unmöglich. Es gab Plot-Twists am laufenden Band und der Professor hat jeden noch so verrückten Plan aus dem Hut gezogen. Inzwischen erwarten wir quasi das Unerwartete. Deswegen glauben wir auch nicht, dass die gesamte vierte Staffel einfach nur das Ende der Bande erzählen wird. Und das nicht nur, weil eine fünfte Staffel kommen wird. Es würde den Serienmachern ähnlich sehen, uns mit den Figuren ins komplette Chaos zu stürzen und wie immer ein stressiges auf und ab erleben zu lassen, solange es zwischendurch Hoffnung und die ein oder andere geniale Idee gibt. Selbst wenn sich unsere Theorie aus diesem Video bewahrheitet und am Ende alle im Gefängnis landen, das war dann bestimmt auch nur ein Plan vom Professor und in Staffel 5 brechen dann alle wieder aus. Noch was? Das war's. Danke. Was meint ihr? Wird der Professor die Situation regeln und welche Hilfe könnte er dabei von außen bekommen? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Theorien zur neuen Staffel hören möchtet, geht es hier weiter.